ausgerüstet oder ist sie so ausgegraut? Mutter, sie ist ausgegraut. Kommen wir gar nicht rein. Wie viel Haltbarkeit hat sie? Weniger als die Hälfte? Der fehlt nicht mal einen Millimeter. Da ist Tobi, gut. Okay. Also sie hat noch eine Haltbarkeit von 98 von 100. Machst du mir einen Screenshot kurz auf WhatsApp, bitte? Kamera drehen, reinzoomen, Position teilen Gilde, Position teilen Gruppe. Steht bei deinem Schwarz, also steht bei Erweckung so Fioretta Scheiß. So. Ach so, sehe ich das hier. NPC Ich kann den ja nicht mal rüberpacken. Ich kann den nicht mal in den Schwarzgeist reinpacken, da die Waffe. Nee, ich meinte, wenn du deinen Schwarzgeist gerufen hast, ist bei Verstärkung oder bei Erwecken so Violetta, weißt du nicht, wie ist das? Glimmer? Da, Glitzerzeug? Ich glaube, ich habe jetzt was rausgefunden, egal. Ich kann, er hat mir jetzt einen Stall markiert, mal gucken. Also auf der Karte, ach, du bist schon online, oder wie? Klar, ich habe jetzt gefunden, da ist der Stall, das ist ein Gildenstall. Nein, warte, ich zeig dir noch viel, viel einfacher. Lass mich nur kurz gucken. Warte kurz, ich muss mal kurz telefonieren. Stallwart. Jo. You have found the right place if you're looking to check in horses and dogs. Ach, Digga, YouTube lädt jetzt nicht. Laden, Stall. Jetzt hab ich ihn. Da, Benachrichtigung. Da, Martin Hohmann. Gut, mach jetzt die Karte auf, Martin. Kann ich dir viel schneller zeigen jetzt. Nee, das kostet 25.000. Habe ich geöffnet. Jetzt sehe ich's. Alter, ist die Karte riesig. Drück mal, ja genau, da. Dann siehst du, ja, du hast hier schon eingestellt. Perfekt. Da unten die Symbole auf der Karte. Siehst du unten die Symbole auf der Karte, das Fisch. Genau. Wenn du da drauf drückst, geht dein Charakter zum nächstgelegenen Ding, zum nächstgelegenen. Und ja. beim Stahl ist gerade nebendran. Mach mal das weg. Du bist ja zum Stahl, oder? Du bist ja richtig gewesen beim Stahl. Ja. Gut. Was willst du? Du bist im Lager. Dann geh auf die Truhe und drück mal X drauf. Warte. Genau, das ist der Stahlverwalter. Gut. Auf Stahl rauf. Nebendran ist der Gilde. Ja. Bestätigen. Herausholen oder registrieren? Rausholen. Ist Verletzung. Oder Regeneration kostet mich 9.000. Nicht genug Geld. Ja, eben, also das kannst du sowieso den kannst du nicht wiederbeleben, außer du hast Geld, aber ich kann dir nachher Geld überweisen. 25.000 ist nichts, das mache ich gerade mit meinem Vertauschen. Zuchtmarkt. Genau, du kannst jetzt ein neues registrieren, aber würde ich nicht machen, Martin. Lars, wo haben wir denn den Wagen geholt? Auch beim Stahlverwalter? Gell, ne? Boah, Alter, die Pferde sind ja mal richtig teuer. Ja, hör auf. Die ist von Rang 8, Pferdstufe 30, der kostet 176 Millionen. Ja, aber guck mal, was der für Boosts hat, Digga. Der rennt schneller, als du Kokainschuhe anhast. Scheiße. Oh, scheiße. Reittier transportieren. Ich habe ja einen Stall. Ich habe ja noch so ein. Nee, geh komplett raus und geh in den Stahlverwalter. Ich zeig dir was Besseres als einen Preis. Temperatur oder Laden? Nee, geh in den Laden. Ja, bin ich. Dann gehst du in den Laden. Ah, wieso ist die Qualität so behindert? Ich sehe das gar nicht. Mach mal auf 700 hier. Und dann gehst du runter, dann steht irgendwo ein Wagenlizenz. Und die musst du dir kaufen. Nein, nicht verkaufen. Ich hab mein Schwert verkauft, alles gut. Verkauf das nicht. Doch. Verkauf das nicht. Mein altes Schwert. Du kannst das im Zentralmarkt. Digga, du kannst im Zentralmarkt 170.000 für den Schwert holen. Mmh. Ach, gut. Reittierschein. 170.000 hat er für 4.400 verkauft, Digga. Oh, Mensch, ruhig jetzt. Also, geh ganz nach unten. Du musst. Nein, unten, du musst eine Wagenlizenz holen. Da, Wagenregistrierung. Hoffenwagen.
Du sollst der für 100... Ah ja, warte, ich muss mit meinem Charakter kommen, dass ich dir überhaupt Geld... Ja, das ist der beste Wagen, wo du jetzt gerade hier kaufen kannst. Ja, kann ich nicht meine Goldbarren verkaufen? Oder einlösen, wenn ich das Geld hab? Okay, ruf mal deinen Schwarzgeist. Ich will gucken, ob du wirklich kein Silber drin hast. Du sollst Silber drin haben, Digga. So, Quest, Verstärkung, Einflößen, Verbesserung, Anleitung. Oder wo muss ich jetzt rauf? Nein, du musst auf das Geschenk und dann dort ist der Tresor. Du kannst nicht beim Schwarzgeist selber den Tresor abrufen. Ja, sorry, Inventar. Digga, ich dachte, du Charakter. Weißt, wo... Inventar... Ah, bei nee. Mir ist Belohnung. Es so verzögert, du... Genau, und dann steht doch beim Schwarzgeist... Ja, tut mir leid, bei mir kommt der Video so verzögert, dass... Ja... Warte. Jungs? Ja? Ja? Schlechte Nachrichten. Wieso? Ich hab morgen frei. Das sollen schlechte Nachrichten sein? Willst du mich verkokseiern? Ja, geh auf Tresor der Schwarzes Geistes, Digga. Genau das musst du drücken. Tresor der Schwarzes Geistes. Oh, fuck. Mann, ist ja live. Der hört dich aber nicht. Deine Stimme ist nicht erlaubt zu teilen im Video. Was du auch machst. Tresor der Schwarzen Geistes. Da ist nichts drin. Ach doch, jetzt hör ich. Doch, Silber abholen. 1,5 Millionen. Ja, wollte ich gerade sagen, Digga. Wie viel hast du im Tresor des Schwarzen Geistes? 1,5 Millionen. Okay. Nein, Baker? Nein, tu's, Inventar, ja, gut. Baker? Ja, ich hab dir ein Foto geschickt. Ja, ich guck dir gerade dein Bild an. Ich hab aber noch eine andere Sache. Unter meinem Level, mein Leben und meine Ausdauer-Magie-Anzeige, sag ich mal, habe ich drei Symbole. Einmal Pferd, einmal Frisur, sieht mir so aus. Und einmal so eine Pfote, das denke ich mal für mein. Ich wurde mal eingeladen, ich gehe mal kurz rüber. Die Pfote ist dann begleitet. Ja, sie haben mich eingeladen. Du hast mich eingeladen? Du hast mich eingeladen. Ich kann gerade, du wurdest eingeladen. It's very nice to meet you. I'm Leonardo, the Guild Stable. Okay, gut. Ey, ohne Scheiß, ich bin sowas von überfordert gerade, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ey. Das macht nichts, aber wir haben jetzt CW, du musst gehen. Guck ja, nicht. Ja, Entschuldigung. Komm danach wieder. Jawohl, Chefin. Um die 300. Wie geil davon. Die Pferde aussehen, ey. Ich bin sowas von überfordert. So. Ja, das auf Gildenstallwart oder musst du auf Stallwart jetzt drauf? Stallwart. Okay, warte, ich komme jetzt zu Martin wieder zurück. Ich repariere, also ich mache erstmal mein Pferd. Ich will ja nichts sagen, ne, aber Baker scheint maximal überfordert mit seiner Situation zu sein. Ich kann hier nicht zwei Personen gleich. Ich lasse Baker jetzt erstmal in Ruhe. Ja, ich muss Martin kurz alles erklären. Tobi, du hast schon die Grund... Alles gut, Baker. Super. Du kannst mich auch fragen, wo ich, ne? Digga, mein Internet. Ich hab doch gerade den Router neu gestartet. Das ist genau so. Scheiß nicht passiert. Martin, wart kurz, mein Internet packt gerade. Nice, der bringt mir 5 mehr. Marktinfo. Wie jetzt? Ich hab's auch nicht geprägt. Warum steht denn da ich hab mein Pferd ja fertig. 3 Millionen wert. Du sollst nur zwei Pferde einlösen, dass du zwei Pferde in diese Stadt hast und dann den Wagen kaufen. So, ich soll jetzt auf Zentralmarkt, ja? Mach das nicht, Martin. Der Pferd ist zu schade, wenn du mit denen reitest, Digga. Der verliert, du musst ihn nachher erholen lassen. Du musst ihn nachher füttern. Mach das nicht, tu ihn in den Wagen und so kannst du das Futter übergehen. Baker? Ja? Ich stumm dich und Martin mal kurz, damit du das ordentlich klingen kannst und nicht Last hören kann. Gut. Schreib einfach, wenn ihr soweit seid. Jo. Geil. So, Lars? Zur Stelle. Wo bekomme ich Tierfutter im Zentralmarkt? Du musst Futter eingeben. Ein Tier registrieren. Baker, der Junge hört dich nicht. Ja, ich hab's vergessen, tut mir leid. Baker, ich hab jetzt zwei Stück drinne. Ach so, komm ich hier eine Suche? Okay, und jetzt gehst du nochmal den. Genau, und kaufst du musst ihn wieder einladen, den Pferd. Hab ich.
Ja. Den du. Okay. Ah, ah sorry, das Video ist bei mir noch. Für 180.000 war das jetzt, ne? Ja. 180.000, genau. Und jetzt gehst du auf das Dingsbums da ein. Registriert das Futter. Du musst jetzt kurz warten, Martin, der Video ist noch beim zweiten Feld, wo du eingelöst hast. Ihr könnt mehr Geld verdienen, wenn ihr die am Marktplatz verkauft. Nee, verkaufen will ich nicht. Genau. Bitte, Tobi. Welches Futter soll ich da jetzt kaufen? Warte, ich muss jetzt die beiden noch kurz aufstummen. Achso. Und Elli, stumm dich kurz. So, Baker. Ja, ich bin gerade noch am gucken, wie du den Wagen kaufst. Reparatur, Gespräch, muss ich den laden, warte mal. Wagenreparatursatz. Soll ich den Reparatursatz noch mitnehmen? Nein, brauchst du nicht. Gut. Der Wagen geht nicht kaputt. Solange er nicht angegriffen wird, wird er nicht kaputt gehen. Oh, ich kann mir noch einen Sattel hier kaufen. Mach das nicht, ich hab durch eine Truhe eine komplette Rüstung bekommen für den Pferd. Ach, krieg ich die Räder von dir oder was? Ja, wie krieg ich denn von dir? Die ist charaktergebunden, die bekommst du selber auch noch. Mit den Tagen. Okay. Ja, gut. Ja. Hast du die Karre schon eingelöst? Wo muss ich die Karre denn einlösen? Ich hab einen Schein nur. Beim Stahl. Ja, beim Stahl musst du den Schein einlösen, dass du den Wagen bekommst. Auf Stahl, du musst denn, wieder, ne? Auf der Stahl gehen. Genau. Herausgeneration Mark. Name ändern. Todeszähler. Züchtung. Brandzeichen. Aussehen verändern. Ritter. Reittier. Ja, du kannst bei. Sofort. Genau wie du den Pferd eingelöst hast, kannst du die auch einlösen. Aha, okay. Registrierung, dann. Wollt ihr den Namen dann, ja, von Carolina registrieren? Ja. So, ich habe jetzt einen Wagen. Gut. Genau, und jetzt gehst den du in abstellen? Den Hauptmenü, Pferd tauschen. Geh mal mit L11 rüber, dann siehst du deinen Wagen und deine zwei Pferde, wo du nachher drauf aufrüsten kannst. Ja, muss ihn ich einlagern, den Wagen. Hab ich, so. Gut, und jetzt kannst du deinen Wagen rausholen und mit dem jetzt reiten, Digga. Weil du hast noch ein Zusatzinventar für die Erze, die du sammelst, dass du nicht schwer bist selber. Benutzen. So, hab ich. Und jetzt hol ihn raus und reit mal auf den. Oh, geil, das, Junge. Ja, Digga. Gut, ich hab den Wagen. Jetzt soll ich euch abholen? Gut. Du kannst nur ihn reiten, aber du kannst Sachen reinlagern und du sollst mit dem reiten, weil deine Pferde nicht Essen verlieren und solange du auf der Straße bleibst, wird er auch der Wagen nicht angegriffen. Du musst einfach halt aufpassen, dass du nicht in den Feindgebieten reingehst. Ihr habt einen Kampf bereit. So, jetzt nächster Schritt. Was ist da? Um zu beginnen, schaut. So Martin, was möchtest du noch wissen, wie man Häuser kauft und alles andere? Ja. Dann rufst du mal deine Karte bitte auf. Hab ich. Ich muss warten, bis die Karte bei mir auch erscheint. Mhm. Transport, Laden, Reparatur. Teilen. Also siehst du das Pfeil hin und her zum Beispiel, dass ein Pfeil rechts und links geht? Gerade nein. Ich sehe bloß Schwert, Amboss, Truhe, Wagen, Pferd, Anker, Gilde, Handel, Waren, Waffen, Rüstung, Juwelier, Möbel, Materialien, Fischfang, Kochwaren, Arbeiter, Marktplatz. Hallo, Elli. Kaiserlicher Handel. Ich sehe keinen Bäcker. Tut mir leid.
Nein, 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 nein. Du sollst auf die Karte rübergehen, über die Stadt. Und du siehst doch über die Stadt so ein weißer Strich rübergehen, oder? Nein, ja. Nein, nein, bleib wieder. Ja, genau. Geh mal zu dem Punkt, wo der weiße Punkt ist. Genau, der Punkt musst du nachher Energie. Drück mal drauf und geh mal auf die Fahne. Ich drücke jetzt einfach mal X. Ich muss kurz das Video nach Produktionsverwaltung, Info, Reittierausführung, Metallpunkt, Postenverwaltung. Nein, nein, nein. Du sollst nicht auf die Stadt gehen, du sollst links neben der Stadt ist auch ein gegrauter Punkt. Du sollst da drauf gehen. Da kommen wir nachher später zur Stadt, dass ich dir das nachher erkläre. Ich muss dir erstmal die. Stadt ist ein Laub. Ja, genau, Laubhof. Das. Siehst du das weiße Strich da über die Map, über das grüne Feld? Ja, links hier jetzt gerade hier, Digga. Hier. Mit den zwei Pfeile, ja. Genau. Drück mal da drauf und auf die Fahne. Hab ich. So. Betreten. Und jetzt gehst du auf die Fahne, dieses Eroberungsfahne-Zeichen da. Ja, hab ich. Und dann siehst du ja... Beitragspunkte Inventar, ja. Beitragspunkte investieren. Ja. Tu mal das mal. Hab ich. Und dann gehst du unten auf Kartoffeln und tust auch einen Beitragspunkt investieren. Hab ich. Und jetzt gehst du da raus. Ja. Und jetzt guck, wie sich das nicht mehr ausgegraut ist, sondern jetzt gehört es zum Stadt. Du hast es jetzt freigeschaltet. Ja. Jetzt kannst du Arbeiter dort schicken und die sammeln die Kartoffeln zum Beispiel ein und bringen es die in dein Lagerhaus. Mit also dem soll ich jetzt kannst du die Arbeiter verwalten gehen, ja? Genau, jetzt gehst du auf die Stadt zum Beispiel, dass du dir einen Wohnsitz kaufen kannst und diese Spitzhacke musst du dir noch kaufen bei für zwei am besten, weil dabei hast du drei Arbeiter, die dürfen in dem Haus wohnen. Also muss ich auf Produktionsverwaltung rauf, oder was? Nein, du musst in die Stadt jetzt zurückgehen, auf den Stadtsymbol, auf das grüne Stadtsymbol draufdrücken und musst du nachher genau auf das Haussymbol drücken. Ich kann das nicht lesen, weil Produktionsverwaltung, die Qualität bei mir scheiße ist. Ja. Genau. Haus. Und jetzt kannst du doch... Raum, ja. Genau. Jetzt suchst du oben bei den Sternen, machst du zwei Sterne. Hoch. Ja, hab ich. Und dann gehst du eins runter und dann stehst du... eins hoch, sorry. Und dann machst du nicht gekaufte Häuser. Nicht gekaufte Häuser. Ja. Hab ich. Und dann gehst du auf das erste Haus. Raum 3, Nummer 1, Vilja, oder was? Genau. Genau. Jetzt muss ich mir kurz Zeit geben. Du musst nachher alles kaufen. Ach, warte. Du musst nachher es muss eine Spitzhacke dabei sein. Also, ist es? Heißt das schon wieder ein Punkt? Behausungen. Genau, dann wirst du dich... Genau, Behausung. Die musst du machen. Und dann drückst du bauen. Lars frage, wo der Dude war. Da muss ich selber in die Stadt kommen. Warte, ich komme selber noch in die Stadt. Kann ich dir da zeigen? Ich bin eigentlich voll überfordert gerade. Digga, du weißt nicht, was mit mir und Lars da waren, wo wir die Videos angeguckt haben. Ich habe nicht oben und unten nicht mehr gewusst. Ich dachte, das Nutzungsliste, Lager, Genau, du musst eine Behausung und Lager daraus bauen. Kauf einfach alles. Steht ja unten. Kauf alle nicht kaufen. Genügend Beitragspunkte. Ja, Digga, jetzt musst du mit deinem anderen Charakter das machen. Wegen dem sagt man. Wie mit anderen Charakter? Nicht genügend Beitragspunkte? Dann musst du eine Mission machen, dass du Beitragspunkte bekommst. Gut, danke. Weil du nicht so ein hohes Level bist. Und genau, dann baust du dieses Haus und dann gehst du zum Dude, den ich dir nachher zeige. Und dann kaufst du dir drei Mitarbeiter. Ich lager erstmal mein Pferd ein. Mein Wagen. Ja, den kannst du mitnehmen, da passiert nichts. Solange du nicht in den Kampf, also solange du nicht mit dem in den Monster reinrush mit deinem Wagen, passiert nichts. Solange es so auf der Straße stehen bleibt, passiert dir nichts. Du siehst immer, wo dein. Gut, dann entstumme ich erstmal alle wieder. Okay. So, jetzt habe ich alle wieder da. Lars kann sagen, die können uns entstummen. Jetzt warte ich erstmal auf Baker. Oh. So, tut mir leid, Martin, weil ich halt nicht im Erklären so gut bin. Da war nie meine Stärke, Digga. Du kommst erstmal bitte zu mir. Ja, mach ich.
Du hast Glück und ich bin sogar mit beiden Charakteren in der Stadt. Weil das ist mein Zentralstadt und das soll bei jedem auch seine Zentralstadt werden, weil da können wir uns gegenseitig unterstützen und nicht jedes Mal hin und her laufen. Da kommen die Leute. Warum steht da immer noch die Besatzkontrolle an? Ich glaube, er ist noch dabei. Der Markt steigt aus dem Inventar. Kommt mal wieder zur Stadt zurück, ja, du musst aus dem Zentralmarkt das raus und aus dem Zentralmarkt in den Markt. Hast du beim Zentralmarkt eine Bestellung gemacht? Ja, genau. Gott. Tobi, Schmobi. Weil im Zentralmarkt kannst du... Begleiter. Du hast doch nicht gestummt. Tobi. Nein, Tobi. Lass ihn, Ellie, ist gut. Ja. Ich hab gesagt, er soll mich stummen. Kein Problem. Danke schon, Elli. Mega lieb von dir. Okay. Haben wir denn eigentlich schon eine Gilde? Ja. Achso, solltet ihr mich dann mal einladen. Tobi, kannst du bitte alle zu deiner rechten Hand machen, bitte in deiner Gilde, dass wir auch Zugriff auf alles haben. Weil sonst hast du nur Zugriff darauf. Community, Freunde, Gruppe finden. Tobi hat mich ja noch nicht entstummt. Gilde. Ihr seid in keiner Gilde beigetreten. Gut. Also muss ich Gilde ersuchen? So, ja, ihr ja, gebt mal den Last Wolf sein. Immer die ersten Buchstaben sind groß geschrieben, glaube ich, hat Tobi gemacht. Ja, wo muss ich jetzt mal kurz warten? Ich muss auf Community so. Rauf, ne? Oh, ich Was willst du denn machen? Martin. Ich will in eure Gilde rein. Achso, ja, warte, ich lade dich ein. Tobi, kannst du uns auch... Hast du mich entschummt? Tobi, hörst du mich? Ja. Gut. Kannst du uns befördern in der Gilde? Warte, ich guck gleich. Ach ne, ich muss über Freunde, muss ich Martin in die Gilde einladen. Freunde. Der 4 Tiere. What the fuck? Da. Ja, es gibt Anhängerwagen mit 4 Pferden. Hättest du euch einen Clan eingeladen? Ja. Ach. Ihr seid in The Last Wolf verbunden. Sakura, Coach Frati, da ist er. Gilde. Da bist du. Ah, bei mir, bei. Und hier kann nur wirklich nur ich rauf? Was, auf deinen Wagen? Mhm. Ja. Leider, leider. Ja, wo ist das hier? Ach komm schon, lad doch hier. Meine Fresse, die Stadt ist auch zum Leggen verurteilt, Mann. Ja, hier sind auch also, tausende Spieler, Alter. Baker, ich ja, kann... und. Ich kann niemanden befördern. Ich glaube, ihr müsst euch hocharbeiten, denke ich mal. Wer ist denn hier? Baker mal, ist Sakura. Ich ja, ich bin Sakura Shibasaka. Shibasaka, sorry. Nicht Satania Dark ist Ali. Der Umzug beginnt, schaut ein. Was? Mama, ich sehe niemanden hier. Die scheiß Pferde lecken das ganze Spiel, die hier parkiert sind, unnötig. Ich muss erstmal gucken, welche. Achso, ich soll erstmal Quest. Filter Quest. Hä, wer ist das? Im Gang habe ich keine. Das ist Ellie? Hallo Ellie? Ellie quatscht gerade mit jemandem. Aha. Ich suche Martin. Martin muss da entlang sein. Ich bin am Ende der Stadt. Das... Nee, falsche Richtung. Falsche Richtung. Dreh wieder um. Ja, so, oder nicht? An. Warte, ich komm. Das ist das Problem. Da! Okay, du meinst andere Richtung, hier. Ja. Kommst du? Hä? Und du bist ja vorbeigelaufen. Ja, ich seh dich nicht. Ich seh dich auch nicht. Warten, Mama, bis das Spiel geladen ist. Doch, warte, ich seh dich, The Last Wolf. Ich seh deinen Namen, du bist jetzt vom Stallburschen. Du bist die Frau da. Baby! Na ja, ich dachte, der Junge. Lass mal Arsch anfassen. Fupp! Schick, Digga. Und komm mit. Verschwinden. Gut, dann machen wir beide jetzt Quests, ja? Ja. Kannst du jetzt mit drauf sitzen? Nein, leider nicht. Gibt es nicht einen Wagen, wo mehrere drauf? Ah, ne, ich hatte gesagt, wegen dem habe ich gesagt, hol kein Pferd, weil du zu Fuß viel besser bist. Da opferst du auch nicht dich 25.000 jedes Mal, weil du im Fight bist und kannst ihn nicht einholen. 9.000. Ah, kostet 25.000, hast du bei dir gestanden, Martin, ne? Muss nach dem Video gucken. Es ist 25.000, um wieder zu beleben. Mama, ich lass den erstmal hier stehen.
Du sagst, der wird, hier wird er jetzt nicht angegriffen, oder was? Nee, hier wird er nicht angegriffen. Solange du nicht hier neben den Monsterpuckies wird er nicht... Da, siehst du, ihr habt ein Kampfgebiet betreten. Das darf nicht stehen, Digga. Du musst auf der Straße sein, du musst außerhalb der Kampfgebiete sein. Seid ihr mit Fett unterwegs, oder? Nein, mit der Kutsche. So, oh, dann warte mal kurz. Ich muss selber auch noch kurz meine Geschenke abholen. Ja, da sind schon wieder 400 Silber abholen. Ich darf gerade ein Stück außerhalb der Stadt, Mausi. Gut, ich bin gleich wieder da. Ich gebe erstmal meinen Wagen zurück. Achso, Mausi, mit welchem Account bist du jetzt drin überhaupt? Den wollen wir farmen. Machen wir auch nicht. Man hört Erlin. Das ist aber nicht der Account, wo wir den anderen Boss da schon fertig gemacht hatten. Ich hab eine Mission. Da wolltest du den jetzt zum Gruppenspiel-Account machen. Ja, wir machen aber gerade Gruppenspielen. Drück einfach deinen Account an, den du spielen willst. Genau. Guck, Martin, genau da, wo ich stehe, genau die Rüstung habe ich bekommen, aber ich weiß nicht, wie ich das an meinem Pferd anbringen kann. Und ich kann es ehrlich, will ich auch nicht anbringen, weil es einfach zeitlimitiert ist und ich kann es nicht wegschmeißen. Gut, ich gehe erstmal zu den Missionen. Lagerverwalter? Komm erstmal, guck mal, du konntest mir gar nicht mithalten. Ja, normal, mein Inventar ist auch voll, Martin. Darfst nicht vergessen, ich habe noch Sachen zum Zentralmarkt zum Verkaufen. Na, geh doch hin. Genau. Da ist Zentralmarkt. Guck mal, da wo ich bin, neben dem Spiel. Warte, rechts davon ist der Zentralmarkt. Ja. Da. Upsala. Hä? Da bist du. Da. Ja. Ist das Zentralmarkt? Bei denen, so immer, bevor du irgendetwas verkaufst, geh immer zu dem, alles verkaufen kannst und dann zum normalen Laden. Manchmal sagt er dir das auch. Ja. Aber das kannst du vermeiden, wenn du direkt schon zum Zentralmarkt, weil er zeigt dir schon direkt, was du im Zentralmarkt verkaufen darfst und was nicht. Hauptwaffe. Ja, das. Yes, Digga! Eine was? Million kann ich erhalten! Kann ich ja auch Sachen kaufen. Ja, von Spielern. Weil ich im Zentralmarkt meine Waffen, die ich nicht brauche, verkaufe. Guck mal, die Anfangwaffe, die ich immer noch bei mir habe, kostet jetzt bei mir 169.000, Digga, kann ich die jetzt gerade... Originalpreis, ich habe nicht Plus, nicht Minus. Der Originalpreis vom Markt selber. Bin ich einverstanden, Digga. Das kauft mir jeder Spieler. Hat die Olvia 2 oder 1? Olvia 2. Verkaufen. Ja. Was? Was? Formel fehlgeschlagen. Vorbestellung bereits... Ah, ich habe die schon bereit drin. Okay. Die wurde nicht verkauft. Schade. Kurz die 1 Million Silber. Und wo sehe ich, auf welchen Rang ich brauche? Man braucht ja 18 bis 22, oder ist das der Schaden? Das ist der Schaden. Nein, der Schaden. Achso, was? Es gibt keine. Also kann ich mir das kaufen? Ah, nee, es kostet 180 Millionen. Ja, sollst du lieber nicht machen, weil du bekommst schon Waffen. Du kannst dir alles holen bei dir, theoretisch. Wo hast du also das Geld denn? Und ich gehe jetzt zum Schmied und verkaufe die Sachen, die zum Beispiel der Zentralmarkt nicht genommen hat. Ist Blau wahrscheinlich besser hier, ne? Oder ist Grün besser als Blau? Nein, Blau ist besser. Blau. Ja. Gut, dann kaufe ich mir jetzt das für 16.000. Macht's mehr Schaden? Sehe ich nicht. Weiß ich nicht. Warte mal. Doch, oben unter dem Namen der Waffe ja, 28 steht 24 bis 30. Und bei meine ist 12 bis 16. Ich kaufe mir das jetzt. Alles verkaufen. Guck mal, Martin, ich hab dir gesagt, die Schwarzsteine darfst du brauchen, weil ich Preis auswählen. 16.000 kaufen, kann ich jetzt einfach raufgehen, ne? Ja. Ihr kauft kein Ultimate Langschwert für 16.000 Silber. Fortfahren, ja. Du musst wissen, aber welcher deine Waffe, ne? Es muss deine Waffe sein, sonst du bekommst nicht den gleichen Geld zurück. So, ich hab's mir jetzt, hab ich's mir jetzt gekauft? Ja. Muss einfach aus deinem Laden rausholen. Axt. Stab. Da, Stab. Hä? Becke? Ja? Kann ich irgendwo einsehen, was für eine Waffenart ich benutze? Ja, wenn du auf die Waffe drauf gehst, steht der Name Stab oder Axt oder so und dann kannst du unter Zentralmarkt, unter Langschwert, Langbogen, Fokusreihe.
Fokus Reif. Ich benutze Shamshir. Ja, dann musst du zum Beispiel, warte kurz, ich konnte dir hier suchen, Shamshir. Da, Shamshir. Ja, ja, und dann kannst du direkt kaufen. Also, ja. Ich habe da jetzt kaufen drauf aufgewählt, aber warum hat er es jetzt noch nicht? Oder braucht er jetzt eine Weile, bis er das hat? Nein, es gibt Waffen. Du musst nachher gucken. Standardpreis steht ja. So viel registriert sind 34. Du kannst Bestellungen machen im Zentralmarkt. Ja, kaufen. Du musst erstmal Silber in deinem Inventar. Du musst auf Geldbörse Verwaltung gehen. Und dann gehst du auf Zentralmarkthaus. Auf dieses Geldstapel da drauf. Und dann musst du Inventar drücken und dann sagt dir, wie viel Geld du rüber transportieren willst. Als ob hier ein goldenes Schwert weniger Schaden macht als mein blaues. 16.600. Ja. Also ich habe zum Beispiel jetzt meine 2 Millionen rübergebracht in den Zentralmarkt. Ich 16.000. Genau, jetzt kannst du es kaufen. Und Martin, nicht enttäuscht sein, wenn du die Waffe nicht direkt bekommst, weil du kannst hier eine Bestellung machen und wenn ein Spieler das in den Zentralmarkt direkt tut, bekommst du es direkt. Musst nicht einmal reingucken oder sowas, wenn du die Bestellung rausgeholt hast, wie im echten Leben. Bestellung raus, musst nur warten, bis die Bestellung ankommt und dann hast du die Waffe. Finde ich geil. 28 bis 32. 31 bis 35. Oh ne, Digga, meine Waffe ist viel besser, weil ich sie verbessert habe. Und die Verbesserung kannst du auch rausholen, aber die kosten verdammt viel Geld. Okay, entweder bin ich jetzt brain as fuck oder ich bin einfach nur zu dumm, um dieses scheiß Schwert zu kaufen. Könnte beides sein. Nein, Zentralhauslager. So, 16.600 habe ich jetzt drinne. Oder hatte ich drinne? Ich hab's ja jetzt gekauft. Hab jetzt wieder 0. Ja. Warum habe ich das Schwert nicht? Ja, dann geh auf Goldbörse verwalten gehen. Ja, hab ich. Das ist jetzt 0 drin. Ich hab schon 16.600 rübergehauen. Okay, dann geh auf Geldbörse. Ja. Steht da bei dir den Schwert aufgelistet? Nein. Doch. Warte mal. Das ist eine Bestellung. Silber, das Schwert hat's nicht im Markt. Bestellt. Du hast jetzt du hast über das Schwert eine Bestellung gemacht. Zum Beispiel habe ich mir 250 Futter für den Reittier gemacht. Die sind bei mir immer noch nicht gekommen, weil kein Spieler Futter hergestellt hat und im Zentralmarkt gestellt hast. Entweder kannst du die Waffe direkt bekommen oder du machst eine Bestellung und dann bekommst sie nach einer Zeit. Ich habe ja erklärt, du sollst nicht enttäuscht sein. Okay. Ich hatte gewartet, ich hatte es gelassen, bis die Waffe kommt, weil kein Bock drauf. Da kann ich das Geld da im Markt drinnen lassen oder soll ich das wieder rausholen? Kannst du es drinnen lassen für später noch etwas zu kaufen zum Beispiel. Ich mach die Mission, weil das sind ja separate Inventar. Kein Bock jetzt weiter rumzuholen. Ich hab mir gerade eine neue Sekundärwaffe gekauft. Ich bin gerade am gucken, ob ich hier eine Bestellung machen muss oder ob ich sie mir kaufen kann. Dann musst du gucken, ob welche dafür registriert sind. Warum habe ich bei meinem Symbol so eine Kiste als Kreuz? Oder habt ihr bei mir so ein Verbindungszeichen? Nee, Kreuz. Ich habe bei mir auch Kiste Kreuz, Martin. Das ist normal. Ach so, weil die abgelaufen ist. Das ist das ist das, wenn du durch den Tag einfach komplett Tag durchsuchtest, dann kannst du die Kiste komplett aufmachen und dann gibt's Kiste für 7 Tage. Die müsst ihr innerhalb von 7 Tagen auf Stufe 50 kommen, weil die ist auch nachher weg, die Belohnung drin. Wegen dem will ich ja vorwärts machen mit dem Hauptcharakter, sonst hole ich mir alles über den anderen Charakter. Weil es wäre schade für den Starterpaket, wenn er einfach so weggeht mit den Belohnungen. Neujahr. Aber es hat keine bessere Waffe für mich hier drin. Ich geb's auf. Im Zentralmarkt hat's nichts für mich. So, wollen wir jetzt weitermachen? Das heißt, wir müssen ja dann Martins Aufgabe weitermachen. Oder ich gehe diese Wiederholungsquest noch ein bisschen machen und versuche ein bisschen zu leveln. So, Martin, du sollst jetzt deine Waffe bitte mit dem Schwarzsteinen leveln, weil du musst das machen. Das ist eine Mission vom Schwarzgeist, die erste. Du bekommst einen Stein und du sollst in deine Waffe reintun. Hab ich schon längst. Ah, gut. Dann ist gut. Den Rest, entweder kannst du, weil du kannst auf zwei Arten Schwarzsteine holen. Es gibt die tägliche Belohnung, da bekommst du 20 Schwarzsteine plus am nächsten Tag eine Garantieverbesserung.
weil nach Stufe 6 ist jede Verbesserung 50-50. Hast du eine Chance, dass es verbessert wird oder kaputt geht? Quasi. Und du musst bekommen. Gut. Und du kannst in einer anderen Charakter stellen, mit denen auf Stufe 30 kommen und bekommst Schwarzsteine und die kannst du mit deinem Lager und deinem Hauptcharakter überbringen. Das geht auch. Und wo bist du eigentlich? Für eine verbesserte Zukunft. Nee, wo kann ich jetzt bessere Quests hier bekommen? Ich will mit dem Kind jetzt nicht nochmal rumlabern. Nein, du sollst den Schwarzgeist-Quest folgen. Hauptfest. Genau, und es gibt nachher in der Stätte diese Ausführungszeichen, diese Anführungszeichen. Mein Geist hat keine Quest mehr. Schiff bloß Verstärkung, Einfassung, Verbesserung, Anleitung, verlassen. Hast du da noch eine aktive Hauptquest? Wo sehe ich die? Warte mal, Start. Unter der Karte. Quest. Im Gange 0 aktiv. Hauptquest sind so viele schon abgeschlossen. Nee, warte mal. Wenn du auf deinen Schwarzgeist gehst und mit ihm redest, steht dann nachher bei der Mission aktiv oder nicht. Dann musst du mit ihm reden oder du musst irgendetwas noch machen. Du kannst auch unter der Karte sehen, welche Quest. Nicht akzeptiert. Dorf an der ... Um zu beginnen, schaue eine. Ja, dann muss ich jetzt die Quest Inventar aufmachen, um zu fertig zu lesen. Welches Quest Inventar? Charakter. Ja, ich habe die Einstellung leider nicht, da kann ich L2? Nicht. L2? Weiter nach unten. Und dann diese Schriftrolle, das ist der Quest. Ja, Quest. Im Gange, Hauptvorschläge, Wiederholung oder neue Quest? Überhaupt? Ach nee, im Gange. Ist beim Gange nichts aktiv? Nee. Dann ruf mal deinen Schwarzgeist, dann muss dein Schwarzgeist etwas für dich haben. Hat er nicht, Baker? Wenn du auf Quest drückst bei ihm, diese Schriftrolle, kannst du mir nicht sagen, dass er das nicht hat? Ich hab mein Stream noch an, guck rin! Jetzt werde ich aber gerade ein bisschen fickrig. Ja, sorry, Digga, dann schick mir mal einen Screenshot, Digga. Alter, ich schick dir gleich einen Screenshot in die Schweiz ins Gesicht. Okay, Digga. Und Tobi. Hallo. Abgeschlossene ich Quest. Ich muss mir ein paar kurze Schwarzscheine holen. Familienquest 4, meine Quest 27. Gut, Hauptquest. Abgeschlossenes Quest. Ich habe nur 10 Schwarzsteine. Wo haben wir denn letztes Mal beim Martin aufgehört, Mann? Gut, hier sind. Nee. Ich hab die Schwarzsteine nicht rausgenommen. Gut, ich fange jetzt alle Quests hier an abzuspielen. Heiden des Junglöwe, nee. Nee, so. Hauptquest, Martin. Ja, mach ich ja. Ich bin aber Hauptquest. Ja. Autoweg. Geht doch, das ist so. Ich schick dir einen Screenshot, wie die Hauptquests aussehen, dass du es unterscheiden kannst. Ach, ich hab's auf Facebook gemacht. Ich schicke es gerade komplett. Baker steht noch. Ja, beim Lagerverwalter. Gut, ein Bild schicken vom Symbol der Schwarzgeistes. Ah, man sieht es sehr okay, gut. Okay, die Sache kann ich nicht mehr verbessern. Ach du Hurensonnenblitz. Ach doch, man sieht es noch. Da, Martin, senden. Siehst du das komische Zeichen, wo Zeich. Also, würde es eigentlich heißen? Warte. Baker? Ja? Ich hab noch. Hast du mir ein Bild geschenkt? Viele alte Waffen und Rüstungen in meinem Inventar. Kann ich die verkaufen? Ja, nimm sie mal in den Inventar alles und dann geh erstmal zum Zentralmarkt und alles, was nicht ausgegraut ist, tust du in den Inventar in Zentralmarktlager rein. Ich muss ruhiger reden. Mein Blutdruck steigt schon, ich spür's schon. Boah. Tust es alles rein, was nicht ausgegraut ist und dann. Du tust es nachher mit dem Originalpreis reintun. Und nein, die Leute kaufen dir das direkt. Musst du einfach am nächsten Tag einfach auf dem Zentralmarkt draufgehen und dann drückst du erhalten, erhalten, erhalten. Okay. Hauptquest. Oh, so, ich hab jetzt Hauptquest. Schließen. Oh, das finde ich übelst geil, dass ich morgen frei hab. Guck vorhin auf mein Handy, habe ich eine Nachricht von dem einen Vorarbeiter, der kann morgen zu Hause bleiben und über Stunden abbummeln. Dann drück mal auf die Quest und dann drück mal Wegpunkt folgen. Ja, mach das mal bitte. Ich folge dir. Let's go.
Ich will gerne wissen, wo du bist. Alles gut, ich habe jetzt Quest aktiv. Ich laufe jetzt. Ja. Okay. Von wegen hier, das ist einfach und übersichtlicher. Ich muss voller Helferkreis dafür einfach, haben. Es ist wirklich einfach. Nur weil es so viel, es ist genau wie ein Tisch mit voller Essen, Digga. Mit deinem vollen Lieblingsessen, Digga. Kannst du jemals entscheiden, was du da machen kannst? Du weißt nicht, was vorne und was hinten ist, Digga. Mit was du anfangen sollst. Also bei mir würde ich mit Dessert direkt anfangen, Digga, wenn mir jemand so den Tisch hin tut. So, Martin, jetzt musst du mir nur sagen, wo du hin musst. Und du bist schon außerhalb der Stadt, was ich weiß. Weil das nach oben, die Weltkarte. Welke? Couchfrage nach so, ja. Ja? Wie kann ich Waffen und so wieder die Haltbarkeit auffüllen? Wenn du beim Schmied gehst und dann gehst du auf Ausrüstung, dann repariert es oder Ausrüstung, Reparatur. Ja, und du sollst am besten nach so 3-4 Quests das machen, weil ich habe mit meinem anderen Charakter, weißt du, wie viel die Reparatur gekostet hat? Ja. 100.000, Digga. Und ich bezahle nicht nochmal 100.000 für die Scheiße. Darf ich mal fragen, eigentlich, was dieser gelbe Balken unter meinem Dings ist? Ist das Nahrung oder ein Pferd? Nein, das ist Ausdauer. Ich im Markt verkaufen will. Du kannst mit dem Wagenkutsche so lange rennen, bis die Ausdauer komplett runter ist. Baker, dann musst du das. Hör mir doch etwas so runter, dein Leben ist doch eine gelbe Anzeige. Das ist dein Vitein Mana. Es gibt Charaktere, die keine Ausdauer brauchen für den Kampf. Zum Beispiel meine Kämpferin braucht keine Ausdauer für ihre Fähigkeit und alles andere. Meine Magierin braucht Mana, aber keine Ausdauer. Zum Beispiel Lars braucht Ausdauer als anstatt Mana. Und du brauchst, glaube ich. Okay, und ich weiß aber nicht, was. Du hast einen Krieger, ne? Martin. Und ich glaube, der Krieger braucht auch Ausdauer für das. Be careful of the goblins. Weil guck zum Beispiel bei Heiliger Sa. Ich kann es nicht aussprechen. Sorry, Heilige Satan. Ich bin überfordert, Digga. Nee, Digga, ich geh kurz eine Zigarette rauchen. Ich bin komplett los gerade. Welke, kleine Sache noch. Ja. Was ist mit Waffen und so, die ich nicht da reinstellen kann? Dann musst du es beim Schmied verkaufen, Digga. Das geht leider nicht. Weil das braucht niemand im Markt. Oder die Handelsaufsicht hat einen guten Preis für dich. Oder das. Handelsaufsicht? Ja. Ach so, Jungs, ich hab noch was für euch. Wenn ihr auf Inventar geht, da bekommt ihr ja so schäbige Äxte. Wenn man beim Schmied zum Beispiel, so ihr könnt ja sehen, beim Tauschen, Tauschen, der Schmied braucht zum Beispiel kaputte Angelhaken, 5-mal, dann bekommst du Briesen, Muschel, Seegrall. Krass. Accomplishments are not made. Riesen, Muschel, Seegrall. Ja. Schäden an der zerbrochenen Flaschen. Ich bin überfordert, Mama. Das Spiel überfordert mich. Merkt man gar nicht. Nee, merkt man gar nicht. Ja, das ist nie meine Stärke gewesen, das Lachen. Oh. So, ich hab die Sachen, die ich da nicht verkaufen konnte, von mir auch schon verkauft. For your own good. Aber dass das Essen nicht gekommen ist, raste ich aus, weil die Haustiere sammeln automatisch die Sachen ein, die ihr von den Monster tötet. Baker, ich würde ja Futter herstellen und es in den Markt stellen, aber. Ich hab leider man kann Futter herstellen? Ja. Ja, du kannst Futter selber kochen. Wie? Ich glaube, an der Kochnische. Und für das brauchst du ein Wohnhaus. Ah ja, ich könnte jetzt in mein Wohnhaus und dir die scheiß Kochnische und alles andere da rein tun, ey. Ein Alchemietisch. Hast du jetzt auch ein Wohnhaus gekauft? Ich hab ein eigenes Haus. Ja, ich hab mir hier bei dieser Stadt, wo wir jetzt gerade sind. Ja, wir haben ein eigenes Haus. Ich glaub, man kann auch eine Gildenkarte kaufen. Wings. Was? Ein Gildenhaus meinst du? Hello, Adventurer. Buy a potion. I have potions for sale. Potions, die kann man wahrscheinlich kaufen. Was kind of a potion do you require? Heiliges bitte.
Das Guildenhaus ist besetzt. Das Guildenhaus ist besetzt. Die sind wahrscheinlich alle besetzt hier in der Stadt. Ja, bei Lee. Ich habe gerade bei Heidel geguckt, da sind drei Guildenhäuser, die sind auch alle besetzt. Und bei Velia? Ach scheiße, Digga, da können wir unsere bei Häuser Velia, bei Velia ist nur ein Haus und das ist auch... In Velia gibt es nur ein Guildenhaus und das ist auch benutzt. Fuck mein Lager, ja, dann müssen wir uns eine Stadt suchen, wo kein Guildenhaus besetzt ist. Und dafür müssten wir erstmal weiterspielen, um in die nächste Stadt zu kommen. Wir sind schon in der nächsten Stadt gewesen. Ach, ja, wir müssen, Martin jetzt ein bisschen hochziehen, ein bisschen durchziehen. Ich weiß. Das ist die Stadt, oder? Du meinst die Griech? Ja, da muss noch teuer. Ich glaub. Da ist aber kein Gildenhaus. Das wird man sehen, glaube ich. Weißt du? Das ist auch scheiße, dass es nur einer machen kann. Zweck, warte kurz. Möbel, Waffen, Rüstung. Holz. Raffinerie. Das ist nur einer, den Dings verwalten kann. Clan ist halt nicht so scheiße. Ja, was gibt's denn da zu verwalten? Lieblingsverwalten. Tobi, dann hast du noch nicht deine Aufgabe gut gemacht, Digga. Hä, was Aufgabe gut gemacht? Ich kann nicht sehen, was ich machen kann. Weil ich nee, falsch haben? Verstanden. Weil es kommt noch, was du alles machen kannst für die Gilde. So hab ich gemeint, sorry. Wir haben einen Plan und keine Gildebäcke. Ach, der Clan war ja gratis, oder? Ich muss doch erst in Gilde sein, um Gildenhäuser zu kaufen. Ja, das ist das Ding. Also würde ich sagen, wir grinden erstmal ein bisschen und kaufen uns ein Gildenhaus. Grinden müssen wir nicht. Ich spende dir gerade mein ganzes Geld, wenn es sein muss. Let's go. Ja, ich habe auch schon ein paar. Ich hole jetzt. Also ich habe jetzt schon wieder Goldbarren geholt. Das ist ein Questmenü. Jetzt weiß ich ja ein bisschen. Ja, ich Autoweg. Ich such dich gerade. Plaudern, Quest wieder. Oh, Ellie ist schon davor, ne? Ja, weil Ellie hat auch keine Lust, die ganze Zeit zu warten, wenn wir sagen, wir spielen. Verstehe ich, dann let's go. Ja, Martin muss vorausgehen. Los, so, Martin, gib Gas. Ich mach doch die ganze Zeit Quest. Ja, bist du vor. Momentan ist es gerade nur am Hin- und Herlaufen. Feuerfaust. Ich find's einfach wieder mal krass, dass ich. Ah, jetzt macht das was vor. Ah, 500, ja, leck mich. Ah, also, oh, man kommt in sein eigenes Haus rein, nice. Ja, wenn du einen Grund hast, kannst du. Und wie kann man das, ausstatten? Möbel kaufen. Ja, noch ein Tipp, du musst die Freundschaft bei dem, der dir die Möbel und das Bett verkauft, auf 50 bringen, dass du dir mal ein Bett kaufen kannst. Du kannst ihm nur einen Esstisch und einen Sessel kaufen, bei dem. So, wo stelle ich mir jetzt mein Bett hin? Hast du dir jetzt ein Bett gekauft? Weißt du, was ich alles am Möbel hab? Wo hast du denn das bekommen? Frag mich nicht. Ich bin im Haus drinne, hab Pfeiltaste hochgedrückt und dann zeigt ihr mir meine ganzen Möbel an. Das war überall ein P, da heißt, denke ich mal, Premium-Möbel und es ist komplett voll. Nein, die musst du kaufen, Tobi. Ich kann die direkt platzieren, ich drück da drauf und kann die platzieren. Ja, aber die musst du mit Perlen kaufen. Ach, dass du es einfach verschönerst und dann einfach die komplette Rechnung ansiehst und dann im Auge machst, Digga. Ach so? Ah, gut zu wissen. Kein Problem. Ja, das Fang. Ist schade. So, wo ist jetzt mein? Ich wollte kurz sagen. Und da kann man sich hier in der S-Ecke machen, oder? Ja, du kannst hier beim. Ich hab Originalspiel den Händler vergessen. Du kannst dir eine Kochnische halt kaufen. Und dann kannst du dir Sachen craften. Ach, Martin, okay. Wo sind die Hölle? Also das Wichtigste ist eigentlich, sich nicht so einzurichten, sondern sein Lager so mit Sachen zu packen, dass du Bier brauen kannst.
weil Bier brauchst du, um die Energie der Arbeiter wieder aufzufrischen. Dass wieder voll ist. Und das Bier gibt dir einen. Ich glaube, das ist Suppe gewesen, eine Suppe, die dir bei einer bestimmten Farm Beitragspunkte bringt. So, also können wir jetzt endlich mal irgendwas machen. Ich bin schon am Warte am Helfen, Martin macht schon die Quest. Ich grind die gerade dort durch, ne? Wo ist denn Money? In der Höhle, in der Anfanghöhle, wo du mit dem Buch reden musst. Oder mit dem Tisch. Wisst ihr noch wo? Wo man so mit dem Skelett las, wo ich ihr gesagt habe, du kannst mit dem Wand interagieren. Und da hast du gesagt, man kann nur die Skelette überprüfen. Da ist Vadin erst. Ja, Digga. Und ich verstehe nicht, wieso dass er so hoch im Level ist und er ist da, Digga. Hier bin ich mit Level 6 gewesen. Ja. Gegrindet, ich habe die ganzen Gegner mal da weggeballert. Ja, das hättest du nicht machen. Du hättest die über die Hauptstory. Detail. Erst da, wo du mit dem Goldbarren, Familienbar. Ich bin gerade bei den beiden. Ich nehme lieber Familienbar Tallinn, also diese Goldbarren nehme ich mit, ne? Du kriegst sowieso alles. Ja, du musst hier nicht auswählen. Ne, ich musste auswählen. Ne, die unteren Tränke hättest du auswählen können. Da ich ein bisschen leveln will, könnt ihr Martin helfen und ich werde mal die Wiederholungsquest vom Schwarzgeist machen und ein paar Gegner grinden. Und ein bisschen aufsteig. Ey, ihr wisst ja, ihr geht nach Willi und dann durch. Dann warte ich hier einfach. What are you? An adventurer or a grave robber? So, dann aktiviere ich jetzt hier alles. Quasi, kommst du auch zu der Wiederholungsquest? Ist sie schon. Auch zu der Wiederholungsquest? Da steht sie schon, Tobi. Achso. Weil ich ist ja hingelaufen, weil ihr langweilig ist. Aber ich kann es auch verstehen. Ja, am Anfang ist das Spiel einfach zu überfordernd. Also, ich glaube, Ellie geht auf den gleichen Weg, was wir auch mit dem Handeln und so. Naja, also wenn sie das macht, was wir gestern gemacht haben, wird sie da auf jeden Fall Reiter gespielt, weil man da einiges ausbauen muss. Ellie ist mehr so Story-Folgen. Achso, ja, okay, gut, dann. Na, da hab ich mir schon gedacht. Ja. Dann machst du, Ellie, du kannst auch dein Geld durch einfach grinden aufmachen, weil du bekommst zum Beispiel. Lass mich nur kurz in meinen gucken. Du bekommst zum Beispiel schäbige Spitzhacken. Die schäbige Spitzhacke kann man im Zentralmarkt verkaufen, weil die Spieler brauchen das, um gegen bestimmte Inventar-Items zu tauschen. Und da kannst du auch selber den Preis auswählen. Also ich mache den Standardpreis, weil. Komm, wo kommt man die denn? Ich sehe den Spitzhacken. Ork tötest, Digga. Wegen dem sollst du deine Haustiere füttern. Meiner sind zum Beispiel. Ach so, noch ein Tipp. Der Haustier sammelt. Der sammelt die Items von den Monstern, die Monster droppen, nur wenn er gefüttert ist. Aber die Buffs bleiben. Egal ob sie Hunger haben oder nicht, die Buffs bleiben. Die können einfach ihre Spezialfähigkeit nicht mehr brauchen und die sammeln für euch nicht automatisch ein. Ja, wieso leuchtet das so? Ach so. Aber die Tiere immer ausgerüstet lassen. Am besten. Ah, da ist die Santa Maria Statue. Na reden, Digga. Wissen aber. Nice. You're always welcome here whenever you get time. Also, jetzt mal ganz ehrlich, hätte ich gewusst, dass ihr so weit noch weg seid. Oder dass ihr noch so lange braucht, hätte ich auf Dings bleiben können. Nein, du kommst jetzt mir helfen, dann pushen wir Martin schneller durch, Digga. Ihr müsst doch eh gerade keine Gegner töten, oder doch? Nö, ich laber hier. Siehste? So. Dann kaufe ich mir noch ein paar Arbeiter. Ach, maximale Anzahl erreicht. Dein. 3? Ja, ich hab. Oh, sehr gut, Lars, sagst du das, Digga. Ich muss meine Arbeiter arbeiten schicken. Ja, ich kann an 2 Punkten Arbeiter schicken gehen und ich hab gefühlt 5. Du hast 5 Arbeiter? Irgendwie sowas, glaube ich. Ja, dann hol dich doch noch mehr aus dem Post. Du kannst ja die Pfeile links und her und dann kannst du einfach aufs Sammeln. Ich hab keine Beitragspunkte. Gib doch alles hin. Ich hab Energie zwar und Masse, aber ich hab keine Beitragspunkte. Meine Arbeit ist weg. Oh nein.
Tasche. Hä, wieso kann ich denn hier nicht sammeln drücken? Du Jude. Posten dieser Woche besetzt. Ja, Digga, die Posten sind auch. Die Posten können auch besetzt sein. Pass auf. Ja, danke schön. Der Posten ist auch besetzt. Fuyo, Digga. Darf ich hier? Ja. Schicken, Digga. So, weiter zum Schritt zum Kaufen des Hauses. Benötigte Beitragspunkte 1 Arbeiterzeit 1 Minute. Gut. Kann ich hier an den Sternen noch irgendwas auswählen? Nee, ne? Die Sterne sind immer. Ich habe jetzt ein Haus gekauft. Oder bin gerade dabei. Ich habe genug Beitragspunkte. Lager sind die Sterne da, die sind alle ausgegraut. Die kann man erst danach bauen, ne? Genau, wenn du erstmal, wenn du den erst gebaut hast, dann Stufen, Martin, die Sterne genau. Fertig. In einer Minute ist das fertig. Habt ihr die Nebenquest vom Schwarzgeist schon gemacht, die Eventquest? Was für eine Eventquest? Vom Schwarzgeist kriegst du eine normale Quest, eine Eventquest. Wenn ihr die fertig macht, bekommt ihr eine Kiste voller Wünsche. Und da habt ihr denn ein Paket scharfe Schwarzkristallschlitter. Ach so. 50 bis 100 Mal kommt aus einem Sack. Dann ein Paket Erinnerungsfragmente, nochmal 50 bis 100. Paket harte Schwarzkristallsplitter, auch 50 bis 100. Und Bündel mit Kronsteinen. Kronsteinen, auch 50 bis 100. Bin gerade dran am Annehmen. Das wusste ich jetzt nicht zum Beispiel. So, komm mal hier. Ja, das habe ich gerade gesehen, habe dann einfach mal geguckt und ja, ist ganz easy. Du musst da bloß zu dieser Lara laufen und dann quatschst du einmal mit 5 Kindern. Das ist die auch mit dem Feuerwehr. Okay. Nochmal mit der Lara, musst dann so einen Wunschballon starten und hast das fertig. Das war's. Achso, ihr könnt mal übrigens eure Post überprüfen, weil ihr habt Geschenke bekommen. Was soll ich überprüfen? Die Post. Belohnung, ne? Post. Weil das so ja, hoch stimmt. Und dann Post. Ah. Okay. Beute. 3 Geschenke. Wegen ja. Silvester. Beuterate-Erhöhung. Okay. Ja, das war nur sammelst, glaube ich. Das ist die Beuterate-Erhöhung. Die Glückskiste für Fortgeschrittene. Magfon, 20 Stück. Keine Ahnung. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Paket für Eroberer. Okay. Muss ich jetzt einfach nur mit den kleinen Kindern hier labern? Ja, genau. Quatsch dann einmal mit 5-6 Kindern, bis das abgeschlossen ist, dann quatsch wieder mit der Lara, dann kriegst du so einen komischen Wunschballon, den Wunschballon lässt du steigen und danach quatsch wieder mit der und hast es fertig. Dann bekommst du so ein Geschenk und in diesem Geschenk sind dann diese 5 Pakete drin. Ah ja, gut. Dann mach ich das kurz automatisch weg, Digga, let's go. Als ob du in die Anfangsstadt zurücklaufen musst. Hä? Ich hab mit irgendeinem Kind noch nicht geplaudert, ha, mit dem. Questziel erreicht, na, geht doch. Erinnerungsfragmente? Wofür sind diese Erinnerungsfragmente? Keine Ahnung. Boah, fragst du gerade was? Ja. Wir sind noch dran, Tobi. Wir haben nur das Gröbste gerade herausgefunden, wie wir unser Geld farmen, dass wir mal überhaupt etwas hier machen können, ne? Ah, hier. Erinnerungsfragment, Beschreibung. Ein Gegenstand namens Sinn des Lebens oder Erinnerung der Vorzeitlichen wird zur Änderung eines Talentzustands oder zur Wiederherstellung der maximalen Haltbarkeit eines Gegenstands verwendet. Leute, du kannst bei dir nochmal eine Dings kaufen. Mhm. Eine Event Laterne. Kostet einfach 100.000. Ja, und hast dann eine für den Abschluss der Quest, die da habt, und so eine Wunschlaterne. Ja, komm. Nur kaufen brauchst du keine, also du hast eine, also. Ich will mit dem Kind hier reden. Das Asi-Kind hier.
Und diese Anwesenheitsbelohnung, sammelt er die automatisch ein? Ja. Ach so. Ah, hier krieg ich. Ah, okay. Hä? Was denn, Mosi? Hier steht. Wenn ich das sein möchte, brauche ich einen Schwarzstein. Frage die Kinder. Du brauchst dafür keinen Schwarzstein. Das, die nennen sich anders. Warte mal, davon, dass die oder nennen Schwarzmagie, sich. Schwarzmagie, ich weiß es nicht. Kronstein. Nein. Da steht Schwarzstein. Was will Ellie machen? Waffe für Anfänge. Ja, um die Waffe hier zu verstärken. Ja. Mein Narumasa. Ja. Weil der kann mit dem normalen Stein nicht verbessert werden. Ja, ich weiß, das ist mir vorhin auch schon aufgefallen. Ach, das ist die blaue Waffe. Ja, dann müsst ihr, dann wegen dem, sagte ich, die Anfangswaffen sind besser als die Waffen, die ihr jemals würdet kaufen, weil die könnt ihr erst verbessern nach einer bestimmten Stufe, wenn der Schwarzgeist euch das überreicht. Ach so. Okay. Habe ich ja auch Martin gesagt, du sollst keine Waffe kaufen. Gehst du mal zurück? Geh mal raus aus deinem Inventar, bitte. Ich will mal kurz was gucken. Du mal fällt hast du hoch? Geh mal auf den Brief. There are various dwarves in Velia. Go visit them all. Genau. Da hast du auch noch ein bisschen was. Hey, was du hast in deinem Schwarzgeist noch 1,5 Millionen, die du noch aufhören kannst. Black energy haunts me in my dream. Hä, wo ist der Ballon, den ich aufsteigen kann? Ist es in der Mitte da? Ja, in der Mitte. Ja. Ich geh nochmal zu. Warte, warte, warte. Ja. Was steht da jetzt? Du mal auf Viereck. Oh, laden. Ihr haltet alle Briefe, die weniger als 1,5 Millionen sogar enthalten. Münzen, ja, es drückt auf 9. Gut, Kreis. Kreis. Option. Belohnung. X. Viereck. Ne, Dreieck. X. Zurück. Jetzt öffnen wir nochmal den Brief, bitte. So, Entscheidung, die Goblins in... Okay, ne, gut. Bei den Ruinen. Das hast du auf jeden Fall 1,5 Millionen mehr. Entscheidung über Goblins. Entscheidung, die unsetzliche Wahrheit der Kira. Ich kann mir jetzt... Jemand soll Stopp sagen? Stopp. Jemand hat das. Wollte die Questreihe auswählen, ja. Warte, warte, stopp, Manni. Stopp. Pech. Marlin. Ja. Was für eine Questreihe hast du genommen? Die erste. No. Stehst du bei dem Kobold-Typen? Ja, ja. Gib's bitte auf. Na, los, Digga. Nein. Ja, dann gib's auf und nimm. Du musst Dschihad nehmen, Digga. Why? Den Dschihad, Digga. Weil du nimmst, dann laufst du eine ganz andere Questreihe als wir nachher. Und dann können wir dir nicht helfen, dann müssen wir uns nachher spalten. Das hättest du fragen sollen, welchen Weg hier genommen. Ja, ich hab alles vorgelesen. Ja, dann hast du gesagt, dass du nimmst das erste, hab ich gesagt, warte. Naja, egal, du kannst es aufgeben und neu machen, hoffentlich. Und hoffentlich passiert das nicht übrigens. Aufgeben. Danke, so, welche jetzt? Die Jihad. Du musst wie ein Terrorist denken, Mann. Jihad, Digga. Den Jihad, Digga. Auswählen. So, allerdings musst du aufmachen. Ich wüsste. Manchmal stehen einfach irgendwo Kopfdrucken, die dann damit öffnen kann. Immer mitnehmen. Ich stehe manchmal einfach ein bisschen rum. Guck mal, dein ganzes Gold und so müsstest du mal einlagern, Mose. Darf ich ein Megafon brauchen? Es wiegt. Na okay, das wiegt jetzt noch nicht, aber das nimmt die Inventarplatz weg. Wo bist du jetzt, Lautkarte? Mach mal bitte Terrorkarte auf. Ganze Welt.
Was ist von Black drin von oben. Ich will was brauchen. Bitte, ich will schreiben. Taliban! Ich bin komm schon, das ist alles. Du bist in der Nähe von Heidel. Ja. Ja, in Heidel gibt es sicherlich auch einen Lagerverwalter. Das läufst du ja, nach Heidel und gehst da zum Lagerverwalter. Ist das da Heidel oder? Nee, rechts von dir. Da ist Heidel. Der in Heidel steht. Warte, ich kann es nicht überfliegen. Moment. Position. Gruppe. Da steht er. Warum teilt er es nicht? Meine Probleme, ne? Martin, hast du den Boss schon gemacht? Warte, ich komm dir helfen. Wieso Boss? Ich muss erstmal das kleine Vieh erstmal töten. Hier, Eddie, da wo der Strich beheilt ist, da ist der Dings, der Lagermeister. Ach, der Aufnahmeblock. Oder ist das Eddie? Nee, das ist Ellie da. Hä, Mann, hier ist so ein Fotografie-Mod hier. Ich guck nicht auf der Karte, ich guck gerade auf dem Minimap. Tobi. Kommst du runter in der Runde angeln? Ah, gut, dass du das ich hab keine Ahnung. Sagst. Ich investiere gerade meine Energie. Nein, ich hab keine Ahnung. Lass mich nicht deine Energie verschwand. Ausgehen. Nein. Ich meine Beitragspunkte und Energie zu leveln. Energie, kein Beitragspunkte. Du musst nur Energie investieren, um zu leveln. Energie gebe ich 10. Noch Energie. Jetzt Level 2? Ja, Level 2. Ja, die Stadt zu leveln bringt dir erstmal nichts. Was bringt es dir, Baker, wenn du in der Stadt eine erhöhte Beuterate hast? Für die Sammelarbeiter? Ja, aber dann musst du den Posten skillen. Das habe ich dir aber auch gestern, glaube ich, schon erklärt. Das könnte ich dir anders nicht machen. Ich habe jetzt nur noch für die Haupttage die Energie. Die anderen, meine anderen drei Charaktere. Was ich immer schön finde, ich muss keinem anderen das Handelsprinzip erklären, weil es keine anderen schon machen. Wie handelt man denn hier überhaupt? Das ist ein bisschen tricky. Irgendwann, wenn mit den Fischern beißt, Tobi, musst du. Sag mir, was du töten musst. Halt! So, du bist. Da musst du X drücken. So. Und dann hast du so einen Balken, der sich dreimal von links nach rechts schiebt. Und immer, wenn er rechts vom blauen Strich ist, musst du X drücken, um den Fisch zu fangen. Oder du wartest einfach 3 Minuten und dann macht der, fängt er den automatisch. Okay. Und wo weiß ich, wenn einer anders? Ist das ein Spiel? Das siehst du. Weil über dir tauscht so ein Fisch, so eine Fischblase auf. Ich kann's dir sagen. Martin, hast du auch so über den Charakter, wo du mit ihm redest, so weiße Faden wie ein Spinner? Hast du ihn angekettet? What the hell? Oh. Martin. Ich lese gerade. Stopp. Ach so. Gut. Ich guck mir nochmal die Kombos an. Ich kann dir noch eine andere Art, dass du nur die Hälfte der Kombos lernen musst. Nice. Umso weiter du raus wirst, desto mehr Energie verbrauchst du für den Boot. Nein, fuck! Achso, was ich übrigens vergessen habe, du musst danach eine bestimmte Tastenkombi eingeben. Okay. Also wenn du es geschafft hast, den Fisch zu angeln, musst du eine bestimmte Tastenkombi drücken, dass du den fängst. Und ich glaube, ich sehe hier vor uns ein Genschiff und Alter, sehen die geil aus. Ja.
haben. Ach Mann, du kannst dich zurücklehnen, Digga, ich mach den One-Hit. Muss mir nur sagen, was du töten willst, ich mach's in eine Minute alles weg, Digga. Du bist aber schlecht informiert, ich hasse das. Ach, nicht, dass du schaffst, Digga, wir müssen nach einem Jahr auf dich warten, wenn du es alleine machst. Das ist das Problem, du drückst nicht so viel Schaden. Dann ist Ellie schon Level 40, Digga, bis du hier fertig bist. Nee, ja, guck, mein Inventar ist so voll, dass ich schon langsamer als Martin laufe. Martin hat die Kockschuhe an, auch noch dazu, vergiss es. Hol auf, Martin, Digga. Sneef nicht durch die Nase, Digga, nicht gesund. Geh nochmal auf Lager. Erstmal die ganzen Bücher. Musst du die töten oder musst du die nicht töten? Dann lauf weiter, ich level dich hoch. Lauf weiter, ich töte die Monster und level dich nebenbei hoch. Solange du dich in meinem Kreis befindest, level ich dich hoch. Let's go. Na los, komm. Oh, das sind viele. Waffen, die du nicht verwendest, entweder verkaufen oder einlagern. Kick. Drei. Bam, bam, verpiss dich. Ich wollte eigentlich verkaufen. Ich in die Höhle rein. Okay. Musst du in die Höhle rein? Nein, let's go. In die Höhle rein. Die anderen Schwarzsteine verkaufen. Was ist denn das? Ja, reinpacken. Genau, reden, ich töte die Monster, die hier nachspawnen. Ach, da ist so wieder ein anderer Online-Spieler. Verpiss dich, Digga. Ich darf das auch reinpacken. Kisten mit Pimmel und alles hier, musst du wissen, kann eigentlich auch erstmal reinpacken. Warum kann ich den nicht öffnen? Jetzt. Kannst du auch machen. Martin, lauf weiter, ohne mir zu sagen, danke. Den roten Stein kannst du auch reinpacken. Wieso? Ich muss den schwarzen Stein links da hinten auch. Oh, ja, ich muss kann den Kobold. Oh, lol, der ist wirklich One-Hit. Ja, ich mach nur One-Hit. Genau. So, die sexy kaufen. Magierin hier macht Gold, alles. Oh. Ja, du musst mal ein bisschen lauter reden. Den Staub, genau. Knock. Schneeflocke einlagern. Und das andere Essen kannst du eigentlich auch einlagern. Ich hab mein Essen auch. Die Schriftrolle da, da wurde eben drauf was auch. Ja, weg. Die blaue, meine ich. Nein! Ach, komm her, ich mach dir das schnell. Ja. Tschüss, Backup. Soll ich meine Buffs aktivieren? Soll ich dein Zeug auch gleich verkaufen, oder? Ja. Ich wollte eigentlich warten mit der Buffs, dass wir zusammen gleichzeitig loslegen. Na, ja, warte doch. Gut. Jetzt muss ich erstmal zum die Hellkopter wieder auffüllen. Genau, Martin, ich möchte auch gerne nicht mit dem Charakter grinden. Was denn das Blau? Weil du da, Jihad, der Goblin-Häuptling, Boss. Genau, ja. Den müssen wir töten. Wer ist der Gruppenanführer? Soll kurz Martin und mich rausschmeißen? Er kann auch einfach Martin befördern. Ich kann noch Martin einfach kurz die Gruppenführung befördern. Ja, das wäre noch perfekt, das wäre noch cool. Weil der muss jetzt den Jihad. Kurz die Gruppenführung. Martin, Führer, so. Obwohl ich die Schriftrollen selber habe und ich kann den selber. Ach, ich muss doch die Schriftrollen verkaufen. Was geht, Tobi? Läuft bei dir los. Was denn? Ich hab einen Floß gekauft. Hier hab ich einen Fan schon. Als ob! Ist der geil? Ja. Steuerung ist so. Ja, ich weiß, ich hab das vorhin aber auch so. 5 von 10, aber. Sonst so. Wir müssen. Also optisch, die noch wegfetzen und dann. Ja, optisch. Lauf weiter, ich level dich. Du musst nur weiterlaufen. Wenn ich Killer bekommst du deine Prozente. Ja, ich weiß, aber ich will auch was machen.
Können wir nicht kurz die Tobi, willst du mitkommen? Du kannst gerne mal den Jihad probieren. Guck grade, ich bin gerade am Ellis Account dran und guck gerade, wo in Heidel der Schmied ist. Warte, kann ich dir sagen. Ah, hab ihn. Reparatur. Rüstung. Wo ist der Jihad? Ich hab das Teil ist einfach so Schaden. Oh, da ist ein Riesenstein! Jetzt muss ich gucken, wo der Zentralbetrieb ist. Vor euch. Rechts geht's von dir. Marktsteuer hier. Am Marktsteuer kannst du dann Sachen im Zentralmarkt reinsetzen. Ja, aber im Zentralmarkt kriegst du besser Geld dafür. So, weiter geht's. Doch. Hier im Markt, beim Marktschreier kannst du Sachen in dem Zentralmarkt stellen, wo andere Spieler die Sachen kaufen können. Das kannst du nur am Marktschreier machen. Wenn du das hier meinst, da kannst du nichts reinstellen. Ah, da ist der Boss. Da kannst du nur Sachen kaufen. Warte auf mich. Ja, ich warte auf dich. Reinstellen kannst du nur beim Marktschreier. Tobi. Ja. Wenn du L2 und Vater so hoch drückst und dann dieses Hasenbrot auswählst, kannst du dir auch einen Markt rufen, die dein Zeug zum Marktplatz bringt. So. Kannst du von mir aus rufen, wenn du willst. Und wenn du Sachen im Zentralmarkt kaufen willst, musst du hier über diese die Geldbörse verwalten. Er ist Geld im Zentralmarkt-Lagerhaus. Okay, gut, da vorne ist der Boss. Und dann kannst du erst Sachen auf dem Zentralmarkt kaufen. So sollen wir übrigens so weiter. Wir gehen jetzt das. Ist was drinne? Na, bekommst du nicht, ich suche eine Kiste hier. Achso. Baker? Ja. Gut, Baker. Ich helfe dir, nee, oder kriegt ihr das hin? Ich mach das an. Ich mach's mir so, schon langweilig, Digga, weil ich dir eine Mauer hätte. Oh, Baker, geht los. Du hast doch schon Besseres, oder nicht? Willst du mich, willst du nur zuschauen oder willst du nein, auch noch helfen? Nein, ich mach mit. Beide auf Stufe 3. Gut. Und das Stufe 3, was du jetzt hast, nicht mehr Schaden. Dann lass ich dich mal die ersten drei Schläge alleine ausführen. Und dann mal rechts. Was hast du denn jetzt? Weil ich muss kurz den Meteoritenhagel fummeln. Ja, genau, beschwör erstmal deinen Angriff. Bam, Digga. Und let's go, Meteoritenhagel! Das auf dem Markt verkaufen. Boom, Digga! Und tot! Der ist schon tot. Ja mit Meteoritenhagel, Digga! Brenne, alter Baker, was machst du? Ich weiß nicht, ob das wird verkaufen. Ach, Meteoritenhagel, Digga, ein riesen Meteoritenhagel. Ne, von mir bekommst du keinen Schaden, das ist von ihm. Der hat auch Feuerattacke. Oh, sorry, was wolltest du machen? Gut, ich dachte, hier macht bei mir zwei. Der hatte gerade Blut. Nee, der hatte gerade noch Blut, aber ich muss da noch mal. Ach so, rütze mal deine Reittiere aus, dann muss es nicht automatisch. Machen würde ich noch einiges mehr Geld dafür kriegen. Welche Reittiere? Würdest du jetzt? Danke schon, Lars. Und dann auf das Pferd mit dem Reittier auf die Pforte. Auf die Hundepforte. Dann kaufen wir die Schuhe, die hast du noch nicht verstärkt. Was ist damit? Und dann Russ. Welchen Preis willst du dir reinsetzen? Das hier könnte meine sein. Ich hab gar kein Reittier. Davon, damit auch Spieler kaufen. Warte mal. Weil die günstiger sind dann als die. Mach mal dein Inventar auf. Du hast doch so. Inventar, ja? Ja, du hast den Dämpfer noch nicht eingelöst. Kuckuck? Du musst. Ja, den Kuckuck musst du machen. Da gibt's eine Katze, eine Hund. Registrieren der Begleittiere Fortsetzung? So, ja. Und Rot. Und also, gibt's einen Namen oder? Ja, genau, Essen, sollen. Das ist Essen. Genau, du kannst mehrere, du kannst bis zu 5. Leiter füttern. Nein, nicht füttern, wenn der 100% hat. Gut. Mit füttern tust du. Ach so, darf ich kurz. Lol, das ist das Vieh. Warten, bis das Spiel abkommt. Ja, da. Darf ich kurz. Andere willst du jetzt erst auf 8 erweitern, ja? Warte, ich muss mal mit dem 8 nach vorne. Willst du das jetzt gleich machen oder? Tobi? Hast du da noch genug Schwarzsteine dafür? Ja. Du tust die Haustiere leveln mit Essen.
nur mit Essen. Also wenn die mit denen kämpft und so, passiert gar nichts. Nur mit Essen steigt ihre Stufe hoch. Wegen dem, okay. Nur wenn sie komplett verhungert sind und dann komplett auf 100 bringst, bringt es mehr, als wenn du bei der 50% rotierst. Das kostet dir halt mehr Nahrung, aber so levelst du ihn effizienter. Okay. Weil so holst du das maximal aus dem Essen raus. Nur so zur Info. Von hier. Da lag ich halt. Stufe 18. Nein, ach, Digga. Ich aktiviere jetzt meine Waffen. Oh, meine Kiste blinkt. Charakterwechsel. Ich komme gleich. Was blinkt? Meine grüne Kiste, die siebentagige Kiste blinkt, Digga. Die muss ich jetzt sofort einlösen, Stufe 30. Auf dem anderen Kanal, sonst verschwindet sie jetzt. Ah, scheiße, Digga. Was hab ich gedacht? Ja. Was direkt? Ja! Ich geh noch mal. Ja! Ah, Digga. Ich hab einen Segel geworfen. Was kannst du jetzt mit dem machen? Kannst du auch auf Inventar zugreifen und so? Jetzt kann ich auf See stechen. Oh. Das ist logischerweise ein bisschen stärker als dein jetziges, weil dein jetziges nur auf Stufe 3 ist, aber das kannst du dann auch noch hochziehen. Da weiß ich absolut nicht, wie man mit dem Ding fährt. Erstmal Segel einholen. Guck mal, was das jetzt für einen Wert hat. Was denn? Wer hat 4 Millionen? All surrender, all surrender! Ne, so verkaufen wir gerade ein Kriegsmesser von Ellie. Are you skilled at hunting? Baker, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wenn du Waffen auf Stufe 8 verbessert hast, steigert es den Wert ums 100-fache. Ja, ich weiß, das habe ich auch mit meinem Zauberstab, dass ich das auf Stufe 7 gebracht habe. Und da sie es schon auf Stufe 3 hatte, also schon 3 Steine investiert hat, habe ich sie gefragt, ob sie es nicht eher auf Stufe 8 denn gleich machen will und es dann für viel mehr verkaufen will. Du musst aufpassen, ab Stufe 6 hast du nur noch eine 50%. Da war immer noch garantiert. Bis Stufe 8 war eben immer noch garantiert. Haben sie das gefixt in der Welt? Okay. Oh, Digga, nein. Willst du deine jetzige Waffe dann auch noch weiter verstärken, oder? Schau mich halt mir die ganzen Ritter an. Wie bitte? Weil du dafür noch nicht das Level hast. Nee, nicht Level, okay. Tobi. Nicht Level, sondern du brauchst eine andere Steine, um die zu leveln. Nein, andere Steine. Es gibt Schwarzsteine und es gibt noch eine andere Art von Schwarzsteinen, um sie hoch zu leveln. Das sind die blauen Waffen, das sind normal, so dass mich die ganzen Ritter hier angreifen. Das sind diese blauen. Ja, ja eben, die kannst diese du nicht. Die Kugeln meine ich. Schwarzsteine. Guck mal, ob die Zerfall noch dafür sind. Ach du Scheiße, sind das viele. Ach, du meinst Stein, Schwarzstein, Fragmente oder so irgendetwas. Ich glaube, die kannst du nachher. Die habe ich ja auch 6 Stück. Das sind so Rückstand von Schwarzstein. Das sind die Rückstände. Wir sehen, wie sich das nennt. Ach da. Schwarzstein Waffe für Anfänger. Die ist lila. Kriegt man hier Fallschaden? Ja, das ist ja. Ein runder Schwarzstein. Gut. Und dann nennt sie dann einfach nur Schwarzstein in Klammern Waffe für Anfänger. Ich glaube, das ist eine Erweckungswaffe am Anfang, wenn ich mich täusche. Tauschliste 1 zu 1. Wie ist ein Schlüssel? Goldener Schlüssel. Bescheid, okay. Goldene
Kistenschatz, wenn ja, da die da genau das habe ich gesucht. Ich habe es auch noch nicht rausbekommen, wie man die bekommt. Nee, okay, erstmal. Sonst spar dir deine Schwarzsteine erstmal. Mein Nachbar ruft dich an und er geht mir so auf dem Sack. Steinbarsch. Ich kann sie verkaufen bei der Handelsaufsicht. Handelsaufsicht ist wo? Das weiß ich in Halde nicht. Ich kann dir nur sagen, wo sie denkst es. Ich bin im Velia. Ah, du bist. Achso, du suchst die Handelsaufsicht. Ja. Die ist oben beim Reittier-Typen. Okay. Warte, ich kann noch kurz zurücksegeln und dir zeigen. Ich glaube, das ist das, was gleich links denn das Gebäude war, ne? Das so ähnlich aussah wie der Stall. Ich habe keinen Plan, wie man segelt. Hauptsache erstmal was kaufen und nicht wissen, wie es funktioniert. Bäcker kann herkommen und über den Rittern hier helfen. Juwelier. Sorry. Ja, ich hab die Handelsaufsicht schon gefunden, alles gut. Dieser Gegenstand kann nicht mit. Baker, die sind tonnenweise Ritter. Da, guck! Geh mal auf Beschreibung, bei mir steht zum Beispiel, dieser Gegenstand kann nicht mit Kaffeesteine verstärken. Ich komm auf die Dose, Baker. Ja, hast du eine blaue Waffe? Ja, also auf meinem Charakter, wo Level 31 ist, habe ich eine komplette blaue Rüstung, kannst du sagen. Und die kann ich nicht mit Capra-Steinen verstärken. Die brauchen andere Steine zum Verstärken. Ist genau wie die Erwägungswaffe, die braucht auch andere Sachen zum Verstärken. Au. Das ist das Ding, was ich euch genau sage. Wegen dem solltet ihr nicht Waffen kaufen, sondern eure Anfangswaffen einfach so hoch leveln, weil wenn ihr die verkauft, haben die so einen Wert, dass jeder Spiel eigentlich die kaufen muss, weil die erstens verbessert sind und zweitens, du brauchst die Anfangswaffen, um deine Erwägungswaffe irgendwie zu verbessern, habe ich so verstanden. Also ich habe mich auch nicht zu 100% reingefuchst, weil ich warte noch bis zur Erwägung, dann fuchse ich noch rein, weil was mich da noch alles erwartet, ist schon zu viel. Und wenn ich schon mit Erwägung jetzt anfange, bin ich am Arsch. Ach, da wird sich reingefuchst, wenn es rot ist, fertig. Ja, wegen dem, also eins nach dem anderen sage ich jetzt nur, weil so viel Informationen. Alter! Wartest du auf mich, bevor du anfängst, Morgen? Ich bin schon da, pass auf. Und diese aufpassen, dass ihr immer die Geschenke und alles andere mit eurem Hauptcharakter holt. Und nicht so wie ich, halt mal so, weil, ja, ein paar Sachen sind Charakter beschissen geworden. Was mich eigentlich jetzt gerade abfuckt, weil ich zwei Hauptcharakter mehr habe. Und ich gehe... Gott, ich verehl mich doch schon. Martin, wie weit bist du? Ich kämpfe gerade mit mir, weil du schon Ritter. Da ist noch Tobi und Ellie auch noch sogar, oder nicht? Wir laufen jetzt. Ich bin jetzt gerade in der Nähe. Müsste jetzt fast in der Nähe von Heidel sein. Da, wo die Minenkobolde sind. Yes! Das Hauptspiel. Wo kommt da? Ja, Cold War. Naja, ich habe mir überlegt, Digga, Cyberpunk lösche ich einfach, bis mal hier ein paar Updates rauskommen. Lade ich mir lieber Cold War, weil ich brauche was zum Schießen, Digga. Ich bin ein Ego-Shooter-Kind und das bleibt so, Digga. Sollte nichts mehr Spaß machen außer Ego-Shooter, Digga. Ich muss sagen, Boot zu fahren ist gar nicht so einfach. Ich sage bis gleich, Martin, ich mache mich nachher auf den Weg zu dir. Was?
Ach, du bist erst da bei der Burg. Digga, willst du dann buffen gehen? Nein, ich bin jetzt wieder. Achso, ja, dann geh eine rauf und ich bin auch in der Nähe. Dann perfekt. Danke, schon Kuss auf dein Auge, Digga. Bis gleich. Digga, wer lässt den hier aus seinem Chip? Mann, ich komm nicht vorbei. Mal den Unus Moment aus, ich bin auf dem Weg. Alles gut. Oh, gut. Könnte echt gut Hilfe brauchen, wenn die zu viel Gegner sind, ey. Bin auf dem Weg. Danke. Ich hab einen Random bei mir. Hilft mir gerade. Der macht die gerade alle Gegner fertig, nice. Ah, what the fuck, der Krieg ist geil, ey. Ich weiß ja noch nicht, ob das bei uns so gespringt, wenn wir eine Gilde machen. Weiß ich auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob du dadurch irgendwelche besonderen Vorteile hast. Wenn ihr eh nur auf Story spielt, dann lohnt sich das so oder so nicht. Ja, Eddie, das Problem ist ja, Eddie spielt storymäßig um Wild. Und ist nicht so dabei, beziehungsweise hat nicht so die Motivation, sich in irgendwelche Handelsdings und alles einzuklinken. Ja, vielleicht noch nicht, da kommt es ja noch. Mein Prospekt wäre es im Hinblick auf die Geschichte. Ja, bessere Gegenstände. Na, das bringt dich voran. Inwiefern hat man das besser sehen können? Ein konkretes Beispiel wäre es. Du kannst hier stärkere Waffen craften. Und wenn du da nicht mühsam jedes scheiß verfickte Erz zusammensuchen willst, wo rennt mein Typ schon wieder hin? Wenn du nicht jedes mühsame Erz zusammensuchen willst, ja, musst du dafür Arbeiter benutzen. Wo kriege ich diese Arbeiter? Beim Arbeiterverwalter in der Stadt. Weil das ist das, was ich meinte mit, da muss man sich halt reinfuchsen. Hm. Weil es gibt einen Unterschied zwischen dem Handel, das müssen wir nicht unbedingt machen. Nochmal in die Burg. Aber so Stuff wie Arbeiter Sachen suchen, also Sachen holen lassen, wie Getreide, Erz und so weiter, ist halt in irgendeinem Punkt schon wichtig. Und das ist halt auch schon eine Arbeit, das zu machen. Au, Alter, die gehen mir richtig. Ich bin schon zu weit gerannt. Ah ja, bin ich halt original. Meinst du, ist so vor der Burg? Nein, ich bin drin, mittendrin. Oh. Ich bin original an dir vorbeigerannt. Wo bist du denn mal? Ah, what the fuck, das ist aber eine geile. Oh, der bekämpfen. Bist mittendrin? Der kann bei mir nicht hin. Hä, ich bin. Ah, Digga, ich bin schon wieder an die vorbeigelaufen. Jetzt bin ich hier oben. Halt bei deiner Kiste.
20%. Gut. Da bist du gerade, okay. Nein, ich hätte den Helm auswählen sollen. Egal, lol, ich hab Let's Green, also Ladebildschirm. Ja, das ist normal. What the fuck, es gibt die Elefanten? Ja. The fuck? Boah, Digga, ich hatte das One-Hit. Gut, alles klar. Maus, ich muss zugeben, mir sind die Viecher zu schwach. Ich one-hitte die alle hier. Um eure Inventar, um die Krankheit zu... Ja gut, die sind auch bloß Stufe 16 bis 18. 24 bis 27. Ich habe mein Inventar, okay. Also, wollen wir mal ein stärkeres Gebiet gehen, um mehr PP zu bekommen? Ja. Ja. Ich wollte jetzt in ein Gebiet gehen, wo die Level, die Gegner nicht 60 bis 18 sind, wo wir eben waren, sondern 19 bis 22. Oder 21 bis 24. Was macht gerade? Ich hab eine Schriftrolle gehabt. Was macht er jetzt? Ich aktiviere die jetzt. Oh, ich habe auch den Cutscene. Oh, nö, Digga. Automatischer Wegpunkt setzen. So, meiner läuft jetzt automatisch dahin. Oh, ich lauf da hinten. Was hat denn die für ein 21 bis 24er Gebiet? Das ist zwar noch in der grauen Zone, also da waren wir noch nicht, aber da laufen wir jetzt hin. Oh, da würde ich nicht hingehen. Warum? Weil die Schilder echt bestimmt krass auseinandernehmen. Warum? Weil die Gegner sind super stark. Wenn ich wagte, nicht gewinnen. Gut, Jungs, ich Tobi, die drücken mir auf meinem 30er Level mega viel Schaden. Ja, kommt auch an, hast du auch schon dementsprechende Ausrüstung, beziehungsweise die, deine Verteidigungswerte, wie sehen die denn aus? Ja, ich hab die Werte das auf dem anderen Account. Jewis. Lars, bist du bei mir? Ja, da bist du. Nice, komm. Der will kämpfen, Lars. Ja, Lars, das Problem ist, die Viecher hier, diese Altarkobolde, die Worm hätte ich alle weg. Ja, ist doch egal. Hauptsache du levelst. Die bringen mir aber keine PP, das ist zu wenig. Nein, nicht so gut. Sorry, Martin. Nein, der will auch kämpfen. Der hat einen Ecke auch, Lass. Alter, was hast du denn gerade reingehauen, Junge? Mach Beule auf. Ich hab mein Hadouken gemacht. Ja, ich bin jetzt hier oben. Was jetzt? Du musst die Dudes töten. Oder hast du... Ali, hast du mit dem Typen noch nicht geredet, ne? Hast du schon mit Bede gesprochen? Warte, Moment. Au, 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 au. Nee, sollte ich doch noch nicht. Oder braucht ich nicht? Steht da doch. Hast du nicht jetzt Quest-Sprüche mit Bede, der sich irgendwo in der Burg versteckt? Doch, oh wow, der war unten. Ja, warte, ich geh nochmal runter. Oh. Nee, weil mir eine Pfeil nach oben angezeigt wurde, deswegen. So. Autoweg. Fertig.
plaudern. So, ich habe jetzt zwei Quests zur Auswahl. Geschenk der Schwarzgeistes 3 oder finde den Weg hinaus. Finde den Weg hinaus. Kampftalent. Geschenk des Schwarzgeistes nehmen wir aber auch gleich. Nimm ich auch. Das kannst du auch machen, weil das direkt erfüllt wird. Gut, warte mal, wir sind da hier. Charakter, Talente. Direkt mal verbraten. Während des Sprintens, während des Fortbewegungs in der Abwehrhaltung. Zwillingsklinge. Sichere den Weg nach draußen. Wir müssen 6 Wachen töten, Lars. Okay. Questziel erreicht. 2 3 Hab schon. So. Wir müssen hier runter, komm. Bell, ja. Selbst die Viecher halten bloß 2-3 Schläge von mir aus. Was? Schwinger und verwandten Soldaten. Die, wo ich jetzt bin. Ach, man schon. Welche Bereich bist du denn? In dem, wo ich gesagt hatte. In den 21 bis 24er Gebiet. Das sind, glaube ich, die 19 bis 22er. Macht richtig Sinn. Wie heißt die Gegner? Sumpfnager. Ja, das ist 19 bis 22. Hast du ihn gerade eingefroren, Lars? Bitte? Hast du ihn gerade eingefroren, Lars? Nee, das war der Magier, der letzte Woche. So, zwei müssen wir, einen müssen wir noch. Läuft irgendwo in der Raum. Da, Missionsziel. Ja, hast du fertig. Gut, Quest erreicht. Weg hier. Teleportierst du dich, Junge? Ja. Problem damit. Martin? Nein, wir müssen hier raus. Hast du ein Problem damit, dass ich mich teleportiere? Ja. Trotzdem bist du lahmarschiger als ich. Ja, weil das Port nicht ein bisschen ausbremst. Au, hab Pfeil im Arsch. Außerdem habe ich auch voll viel im Inventar. Gut, bist du für 290,4 von 488, ja. Mensch, ist aber super voll geklatscht. Wait, I'll surrender! Boah, Digga. Gut, ich lock mich denn hier aus mit dem Cold War.
Okay, Jungs und Mädels, komm nach vorne. Also, ruhig. Achso, ich muss ja erst noch. Ah, scheiße. Na, Lars, ich bin in dem Dingsgebiet, aber wenn Martin jetzt weg ist, dann müssen wir jetzt wieder zu den anderen Accounts wechseln, oder ne? Hä? Wieso? Oh, komm, spielen wir jetzt mit denen hier weiter. Ich spiel doch auf eurem Hauptaccount, oder nicht? Ja. Nein. Hä? Ihr habt zwei Accounts? Hä? Das ist der Gruppenaccount. Ja. Ja. Aber der Gruppenaccount geht doch nur für uns vier. Achso, okay. Oder nicht? Okay. Ja, ich war mir nicht sicher. Hallo.